Nähen mit der Zwillingsnadel brauchst du immer noch mal einen Aufsatz. Viele Maschinen liefern diesen Aufsatz schon mit. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr solche Dinge euch auch meistens nachbestellen. Diesen Aufsatz brauchst du für die zweite Garnrolle. Denn wie du siehst, die Zwillingsnadel hat zwei Nadeln, also brauchst du ja auch zwei Garnrollen. Diese Zwillingsnadeln gibt es in verschiedenen Breiten. Das ist hier eine sehr schmale Breite, die könnt ihr aber auch in sehr breit finden. Mit der Zwillingsnadel könnt ihr dekorative Stiche stechen. Ihr könnt aber auch einen Überdeckkettenstich nähen. Das ist ein Stich, den näht man gerne bei Jersey oder Sweatwaren und kann somit seinen Saum nähen. Das heißt, dass ihr oben zwei parallele Nähte habt und unten einen Zickzackstich. Diese Stiche sind dadurch auch schön elastisch. Wie man das jetzt montiert, zeige ich euch. Dafür setzen wir zuerst die Nadel ein. Schaut bei der Nadel, wo hier oben die Rinne ist. Bei euren Nadeln findet ihr immer hier eine flache Rinne und die zeigt immer nach hinten bei eurer Maschine. Und könnt ihr dann hier oben einsetzen. Und dann müsst ihr nur noch eure Schraube festdrehen. Dann öffnet den Deckel von eurer Nähmaschine. Den zweiten Garnrollenständer befestigt ihr hier bei eurem Aufspuler. Steckt hier den einfach einmal rauf und dreht den Ständer so, dass der parallel zu eurem anderen ist. Und da könnt ihr jetzt eure Garnrolle raufstecken. Und hier befestigt ihr auch diese Scheibe wieder, dass eure Garnrolle nicht runterrutscht. Dann entfernt erstmal das Garn, was ihr bereits eingefädelt habt und fädelt jetzt parallel ein. Ich fädel immer gerne parallel ein, weil wenn ihr das jetzt eins nach dem anderen macht, kann immer die Gefahr entstehen, dass diese beiden Garne miteinander verstauchen und dass sich Knötchen bilden. Wenn ihr Maschinen habt mit einem automatischen Nadeleinfeder, den könnt ihr jetzt leider nicht benutzen, weil der visiert immer hier diese Mitte an. Und jetzt liegen aber diese Nadeln außerhalb der ursprünglichen Nadel. Das heißt, hier müsst ihr von Hand einfädeln. Nehmt die beiden Fallen parallel in eure Hand und klickt sie hier nochmal in diese Fadenführung ein. Wo hier die Fäden liegen, ist egal. Sowas ist dann wichtig, wenn ihr unterschiedliche Oberspannungen habt. Das habt ihr natürlich bei einer Overlock-Nähmaschine, aber bei einer Haushaltsmaschine habt ihr nur eine Oberfadenspannung. Und dann fädelt ihr ein. Jetzt müssen wir die Maschine noch darauf einstellen, dass sie jetzt mit einer Zwillingsnadel näht. Und dafür müssen wir zu eurem Display gehen. Die modernen Nähmaschinen haben alle eine Einstellung, wo die Maschine weiß, dass sie jetzt mit einer Zwillingsnadel näht. Und diese wählt ihr auch immer aus. So weiß die Maschine, dass sie gewisse Nähte nicht mehr nähen darf. Das heißt, die Maschine kann nicht mehr nach links eingestellt werden. Das heißt, dass die Nadel ganz links ist. Würde das passieren, könnte die linke Seite von eurem Zwillingsnadel einfach abbrechen. Und deswegen gibt es hier diese Einstellung. Also wählt die immer, wenn ihr mit einer Zwillingsnadel näht.
Und die zweite Einstellung, die ihr wählen müsst, ist die Oberfahrenspannung. Die Oberfahrenspannung muss hierbei gelockert werden, damit auf der Rückseite ein Zickzackstich entsteht. Diesen Stich probiere ich auch immer aus, nehmt dafür immer einen Probestoff und guckt, bis ihr zufrieden seid. Also, dass unten ein Zickzackstich entsteht und oben eine ordentliche Naht. Ich habe hier schon mal ein Probestück genäht. Ihr seht hier auf der rechten Seite, sieht die Nähte alle sehr schön aus. Aber wenn ich mal umdrehe, kann man hier ein paar Unterschiede sehen. Bei der Naht ist die Fadenspannung zu fest eingestellt. Hier habe ich eine Naht, wie es aussehen soll. Hier ist ein schöner Zickzack drin. Vorher hatte ich auch ausprobiert, aber hier seht ihr hier, hier ist noch so eine leichte Spannung vom Oberfaden drin. Und dieser Stich garantiert euch die nötige Mehrweite, wenn ihr Säume bei Jersey oder Sweatware nähen wollt. Hier seht ihr übrigens die vorautomatisch eingestellte Fadenspannung. Also bei so einer Naht, da müsst ihr immer noch mal nachjustieren bei eurer Spannung. Und bevor ihr jetzt nähen wollt, achtet auch nochmal darauf, dass ihr den richtigen Fuß habt. Eure Maschinen geben euch das auch meistens vor. Bei der Brother ist es der Nähmaschinenfuß J. Und das sieht man auch daran, ihr braucht einen Fuß, der hier so eine breite Rille hat. Füße, die hier nur so ein schmales Loch haben, gehen natürlich nicht wegen der Zwillingsnadel. Und dann könnt ihr anfangen zu nähen. Ich zeige euch erstmal die Variante mit dem Geradeausstich und dann mit dem Zickzackstich. Jetzt habe ich hier diese eine Naht geschlossen und ihr könnt sehen, auf der Rückseite habe ich meinen Zickzack. Jetzt zeige ich euch, wie man damit den Zickzackstich näht. Wählt für den Zickzackstich auch den Zickzackstich ein. Ihr könnt hier auch oben sehen, die Zwillingsnadel ist immer noch drin, aber die Fadenspannung hat sich wieder zurückgestellt. Und darauf müsst ihr auch immer ein bisschen achten. Das heißt, ihr müsst die wieder hoch machen. Bis ihr die gewünschte Spannung erreicht habt. Und dann lege ich mein Nähgut wieder in den Steppfuß und fange aber erstmal vorsichtig an zu nähen. Und dann kommt hier ein sehr schöner dekorativer Stich heraus. Ihr habt hier oben den Zickzack und den habt ihr auch noch mal hier unten. So einen Stich könnt ihr auch gerne irgendwo als Ziernaht verwenden. Sieht sehr schön aus. Und das könnt ihr wie wir auch gerne mit zwei unterschiedlichen Fäden machen. Oder nur mit einem Garn. Das ist euch überlassen. Wenn ihr mit der Zwillingsnadel arbeitet, dann könnt ihr auch noch andere Stiche ausprobieren. Schaut dafür einfach in eure Bedienungsanleitung. So eine Naht ist immer sehr schön bei Jersey oder Sweat. Für Ziernähte, zum Schließen oder Versäumen.